So, auf unserem Wege nach Norden haben wir einen kurzen Zwischenstopp gemacht in einem Städtchen. Das heißt Wiscosset oder so ähnlich. Und was sagst du dazu? Ich habe schon was gesagt. Aha. Ja, hier bei dem Schild Harry Wiles und Wiles fällt mir gerade ein, dass ich gestern Abend die Fernsehdebatte im amerikanischen Fernsehen mit drei Frauen gesehen habe. Hier dieses Gebiet ist Harrisland und ja, dieses Duell ist eindeutig für Harris ausgegangen und der Trump ist ein Idiot und das hat er da auch wieder mal bewiesen. Es hat immer wieder gesagt, die Amerikaner hätten keine Historie. Das ist totaler Quatsch. Die haben eine Historie. Und die sieht man nahezu überall hier in Maine. Sie ist vielleicht nicht 500 Jahre alt, aber 100, 200 Jahre alt. Und was ja so wirklich ein fantastisches, praktisch jedes Haus wird heute, wenn es neu gebaut wird, in dem Stil nachgebaut, wie es mal vor 100 oder 150 Jahren hier ausgesehen haben. Ich muss mich korrigieren, selbst in Maine gibt es Idioten, die Trump wählen. Ja. So, beim nächsten Nachbarn sieht es schon wieder ganz anders aus, aber das Haus steht auch nicht zum Verkauf. Also ich finde eigentlich am besten hier das hier. Vote for Philo. He accepts bribes. Ja, das ist schon sehr passend. Ja, alles steht jetzt im Augenblick in Amerika unter dem Bann der anstehenden Wahlen. Aber wie es im Augenblick aussieht, werden die Demokraten das mit Harris und Tim Walz für sich entscheiden. Also die Fernsehdebatte, die ich gestern gesehen habe, das war einfach nur grauenhaft, wie sich der Trump präsentiert hat. Das ist alles schon sehr harmonisch von den Gebäuden. Nahezu alles ist aus Holz. Ja, und da sind wir jetzt. Wiscasset heißt das, vermutlich so ausgesprochen. Das hier sieht unbewohnt aus, aber wenn das renoviert ist, ist das auch wieder ein super tolles Häuschen. Hier essen wir die erste Lobster Roll in unserem Leben. Das scheint auch der richtige Platz hier zu sein. Was soll ich jetzt sagen? Wir essen jetzt gestern haben wir mit Michael telefoniert. Ja. Und er war ganz erstaunt, dass wir noch keine Lobster Roll gegessen haben in Maine, keine Maine Lobster Roll. Also machen wir das heute. Genau. Eine kostet 40 Dollar mit 37 Dollar. Naja, gut, du übertreibst wieder. Nee, 37 Dollar. Ja, 37 Dollar, aber das ist ja, wie viel Euro? Das ist die erste Lobsterroll, die wir jetzt in Maine essen. Mal sehen, wie es schmeckt. Ja, das war toll. Der Lobster ist wirklich was Feines, ja. War richtig gut. Ab sofort essen wir das nur noch.
Genau, wir essen nur noch Lobster. Nur noch Lobster. Oh, die kochen, das ist toll, echt. Ja, ist alles ziemlich originell hier. Aber dafür ist mein Maine wirklich berühmt, für seinen Lobster. Die Leute hier stehen alle auch wegen Lobster an. Ich habe eben gefragt, warum hier eine Schlange ist und da hinten nicht. Antwort ist relativ einfach. Die hier haben Werbung in irgendeinem Magazin gemacht und natürlich auch einen Haufen Geld kostet. Und alle glauben jetzt, dass hier der beste Lobster gibt. So, jetzt dürfen wir dreimal raten, was wir hier machen. Wir holen uns jetzt einen Kürbis und eine Kürbissuppe zu machen. Das, das hier ist ein sogenannter... Das ist ein Sugar Pie. Sugar Pie. Der Sugar Boy ist ein Sugar Pie. Gut. So, wir sind jetzt an unserer Airbnb-Wohnung angekommen. Das liegt hier direkt an einem See, schön gelegen. So, wir sind angekommen und haben natürlich noch nicht eingeräumt. Versuchen uns gerade hier mit vertraut zu machen, was alles so anders ist wie zu Hause. Hier auf der Terrasse schön. Und wir haben hier direkt einen See vor der Tür und offensichtlich auch einen eigenen Steg zum See. Das ist natürlich interessant, da gehen wir gleich mal hin zum Sonnenuntergang. Ja, hier werden wir es definitiv die nächsten Tage aushalten. Ja, also das hier ist unsere Ferienwohnung da oben. Ja, und das Schönste von allem ist natürlich, wir haben hier einen Bootssteg für uns. Schöne Sitzmöglichkeiten und einen tollen Sonnenuntergang. Was willst du eigentlich noch mehr? Darf keine Kappe mehr tragen. Doch, du kannst eine Kappe tragen, aber das sieht ein bisschen doof aus, wenn oben alles weiß ist und unten alles braun ist. Ja, aber das sieht man ja nicht, wenn ich die Kappe aufhabe. Das stimmt natürlich auch wieder. Und wie ist es? Ist okay. Muss ich eben nur dran gewöhnen. Ja, dann schwimmen wir eine Runde. Klamotten. Nein, kannst du dich ja weiter anziehen.